Wo man sich erkennen kann, eventuell ein bisschen was gearbeitet. Naja, gut, zugegeben, Freunde arbeiten lassen. Laufen gerade Renovierungsarbeiten und wie denn so ist bei Renovierungsarbeiten? Man findet Dinge. Unter anderem findet man zum Beispiel sowas in der Ecke. Okay, zugegeben, einige wussten noch, dass es da ist. Das ist offensichtlich ein Fernseher. Der ist vor einiger Zeit mal aussortiert worden bei jemandem, weil er angeblich nicht mehr funktioniert. Nicht mehr funktioniert. Das klingt doch interessant. Also, gucken wir mal. Das Ding sieht jetzt nicht so schlecht aus, vor allen Dingen schön groß. Kann man mit Sicherheit noch irgendwo brauchen. Gucken wir mal, ob wir das nochmal zum Laufen bekommen. Ich gehe davon aus, dass der jetzt auch nicht die schlechtesten Specs haben wird. Klemmen wir mal an, gucken, was wir haben. Also schauen wir erstmal auf den Papierkram. Das Ganze hier, das ist ein Sharp LC55 CUF8462ES. Diese Serie, die kam 2016 auf den Markt, hat 54,6 Zoll, also knapp 55, macht dann umgerechnet ungefähr 1,39 Meter Bildschirmdiagonale. Allerdings, das Ding wiegt auch mal eben 14 Kilo. Das macht das Arbeiten jetzt nicht unbedingt leichter. Was das Bild angeht, 16:9 Seitenverhältnis, 4K-Auflösung, also 3840x260 Pixel, das Ganze bei 60 Hertz. Das Panel selber nutzt IPS und schafft angeblich 10-Bit-Farbtiefe, wobei, wenn ich das richtig sehe, hier FRC gemeint ist. Das heißt, das Panel selber hat erstmal nur 8-Bit und man macht dann da irgendwie so ein bisschen PWM, um 10-Bit nachzumachen. Ein gutes Zeichen, das ist auch das durchgestrichene HG, also kein Quecksilber hier drin. Das heißt, es dürfte sich hier um ein Gerät mit LED-Hintergrundbeleuchtung handeln, im Gegensatz zu den alten, die CCFL, also Kaltlichtkathodenröhren drin hatten. Das ist schon mal eine ganz praktische Sache. Und Lautsprecher 2x10 Watt, wird schon irgendwie Ton rauskommen. Um jetzt Bild in den Fernseher reinzubekommen, da haben wir einen sogenannten Triple Tuner, das heißt also DVB-T, DVB-T2 als terrestrisch für Antennen, DVB-C für Kabelfernsehen und DVB-S und S2 für Satellitenanbindung. Dazu gibt es auch noch analog. Anschlüsse, zweimal USB 2, einmal USB 3, ein Ethernet, 3 HDMI 2.0, ein Miniskat, was ich so tatsächlich noch nie gesehen habe, Composite und Component und eine SD-Karte kann auch reingesteckt werden. Außerdem mit dabei ist ein CI+1.3 Slot und HDCP 2.2. Das sind alles so Techniken oder Sachen, wenn man kopiergeschützte Inhalte gucken will. Teilweise braucht dann DRM solche Sachen. Nach draußen, da gibt es neben ARC auf HDMI auch den guten alten 3,5 mm sogenannter Kopfhörerausgang und ein digitaler Toslink-Kanal. Das Betriebssystem hier drin, das heißt AquosNet Plus, ist entweder dann über RJ45 oder Dualband WLAN 802.11ac ans Netzwerk angebunden und es soll dann halt so ein bisschen smart spielen können. Gibt auch irgendwie Bluetooth, wenn man es per Handy steuern möchte, aber ehrlich gesagt, das Ding kam halt 2016 raus und wie viele der Apps bei so einem alten Gerät dann tatsächlich noch funktionieren, das ist dann immer so ein bisschen fraglich. Smart sind die Geräte halt üblicherweise nur, wenn man es kauft und kurz danach, ne? Aber wie auch immer, es hieß halt, das Ding wäre kaputt und soll deswegen entsorgt werden, also würde ich sagen, wir gucken mal, was passiert. Am Netzkabel selber, da habe ich zumindest mal keinen direkten Kurzschluss messen können, also stecken wir mal in die Steckdose und schauen. Und ja, glücklicherweise, das Ding hat auch noch Hardware-Tasten, das heißt also, ich kann sie direkt einschalten und muss nicht irgendwie noch hoffen, dass die Fernbedienung klappt, der Empfänger klappt. Das macht die Fehlersuche schon mal einfacher und ja, was soll ich sagen, er sieht mir jetzt nicht wirklich defekt aus. Das Herstellerlogo erscheint zumindest mal in voller Pracht hier. Einerseits gut, weil heißt offensichtlich lebt da noch was, andererseits schlecht, weil ein Fehler, den ich nicht sehe, kann ich auch nicht beheben. Naja. Ja, würde ich sagen, wir stellen das Ding einfach mal hin, versuchen uns irgendwie im Menü zum HDMI durchzuhangeln. Hat jetzt etwas gedauert, weil die Bedienung ist nicht gerade das, was ich intuitiv nenne, aber am Ende, hey, Bild klappt, Ton hat auch funktioniert und immer noch kein Zeichen von irgendeinem Fehler. Gerät lief ja jetzt erstmal, ich habe also mal ein paar Videos angemacht und habe die im Hintergrund laufen lassen und nach so knapp 1,5-2 Stunden... Ja, einen schwarzen Bildschirm habe ich.
aber auch wirklich nur schwarzen Bildschirm, denn der Ton lief weiter. Das heißt also, das Gerät selber, das scheint noch einwandfrei zu sein. Und kein Bild stimmt auch nur auf den ersten Blick, denn es ist zwar jetzt durch diese Zweitfunktion als Schminkspiegel hier nicht wirklich gut erkennbar, aber wenn man nah rangeht oder mit einer Taschenlampe reinleuchtet, dann kann man so diesen Bildschirminhalt auch immer noch erahnen. Es fehlt also nur die Hintergrundbeleuchtung. So, das ist jetzt für uns natürlich eine etwas unschöne Situation, weil auf der einen Seite, wir können es nicht sauber reproduzieren. Wie gesagt, hat etwa 1,5 Stunden problemlos funktioniert. Wir können aber auch schon so ein bisschen erahnen, in welche Richtung es geht, dadurch, dass einfach nur die Hintergrundbeleuchtung ausfällt. Ja, zum einen können wir, denke ich, relativ sicher sagen, dass das Ganze ein thermisches Problem ist. Irgendwas wird warm und dadurch steigt es aus. Das können zwei Sachen sein. Zum einen etwas, was relativ angenehm wäre. Das wäre nämlich Thema Netzteil. Im Netzteil klassischer Fehler, Austrocknen der Kondensatoren oder sowas. Die können dann durchaus zu so einem Fehlerbild führen, was wir jetzt hier sehen. Es gibt aber noch einen zweiten Punkt, der das auch auslösen könnte. Und zwar wird das hier ein LED-Fernseher sein. Das heißt also, hier auf der Rückseite oder außenrum haben wir jede Menge LEDs. Problem an der Stelle ist, was, wenn die kaputt gehen? Wenn da LEDs kaputt gehen, werden die üblicherweise automatisch überbrückt. Das sorgt dafür, dass der Fernseher weiter funktioniert. Aber wenn die mit konstant Strom gefahren werden, führt das auch dazu, dass der Strom halt sich auf die restlichen LEDs verteilen kann zum Beispiel, die dann dadurch wärmer werden. Und dann haben wir irgendwann den Fall, je wärmer eine LED wird, desto mehr Strom geht auch durch. Irgendwann ist der Strom so hoch, dass das Netzteil sagt, okay, irgendwas stimmt hier nicht, ich schalte jetzt aus. Das würde halt auch zu hier diesem Fehlerbild passen. So oder so, wir wissen, dass es entweder Elektronik oder hinten drin das ist. Das heißt also, reingucken müssen wir wohl. Ich habe jetzt schon erfahren, dass schon irgendwer reingeguckt hat und leider nichts direkt zu sehen war. Also so einfach wie einen aufgeblähten Kondensator werden wir es wahrscheinlich nicht haben. Aber ja, hier sind irgendwelche Pfeile. Das heißt also, schrauben wir den Kram mal auf und gucken, ob wir irgendetwas erkennen können am Netzteil. Mit etwas Glück haben wir sogar irgendwie eine Leitung Richtung LEDs, die wir erkennen können. Das wäre praktisch. Dann kann ich da zum Beispiel mit einer Stromzange drum gehen und so dann mal drauf gucken, ob ich irgendwie sehe, dass der Strom immer weiter hochgeht oder irgendwas in die Richtung. LED-mäßig war halt auch nichts zu erkennen. Was ich zum Beispiel bei thermischen Schäden an LEDs häufig sehe, das ist, dass die flackern. Kennt ihr vielleicht auch von irgendwelchen Lampen? Und so ein Flackern hätte man im Bild dann eigentlich auch sehen müssen. War hier leider auch nicht der Fall. Na gut, versuchen wir es mal zu zerlegen. Okay, im Inneren haben wir jetzt unsere eigentlichen Platinen. Wir haben hier einmal das Netzteil. Wichtig dabei, wie immer, hier sind Kondensatoren drauf. Da kann auch Spannung drauf sein, auch wenn wir ausgesteckt haben. Haben dann hier unsere eigentliche Logik fürs ganze Bild, inklusive auch anscheinend ein WLAN-Modul und solche Späßen. Und last but not least hier LG Display. Das dürfte so eine Art Steuerplatine sein, die die eigentlichen Daten von der Platine hier, die das Bild erzeugt, nimmt und auf die einzelnen Reihen und Spalten umsetzt. Ich gehe davon aus, dass hier wird irgendeine Art von LVDS sein. Das ist so ein Standard, um Daten zu übertragen, sowas wie HDMI für intern. Das heißt also, wenn ihr irgendwie mal habt, dass Spalten oder Zeilen nicht sauber funktionieren, ist das hier ein sehr guter Ansatzpunkt. Oder, hier unten sehen wir auch noch zwei Platinen, das sind die, die das dann tatsächlich verteilen. Da ist nicht mehr ganz so viel Logik drauf, aber ja, die sind auch relevant. Hier sehen wir ein paar ziemlich zerrobte WLAN-Antennen. Das nehmen wir mal so zur Kenntnis. Hier ist die andere. Aber die Antennen interessieren mich auch nicht, ganz ehrlich. Gerät hat HDMI, das versorgen wir schon und allgemein hier der ganze Logikpart scheint ja zu gehen. Also hier hinten sind wir eher dran. Was ich leider hier nicht wirklich sehe, ist irgendwas Sinnvolles für die LEDs. Doch, das hier. Das hier sieht nach LED aus. Ja, da war auch schon mal jemand dran. Die Idee hatte wohl schon wer. Das dürften die Leitungen für die LED-Hintergrundbeleuchtung sein. Steht hier irgendwas dabei?
Aber keine Spannung, kein Strom. Schade. Na gut, aber da sind wir auf jeden Fall in der richtigen Ecke. Ansonsten haben wir hier eine relativ eindeutige Trennung. Hier ist der heiße Teil, hier ist der kalte Teil, ist auch beschrieben als Hot and Cold. Das heißt also hier in dem Bereich haben wir die Netzspannung, die 230 Volt oder dann gleichgerichtet 300 irgendwas Volt. Und das hier sind unsere Low-Voltage-Teile. Wir haben hier im Low-Voltage-Teil ein paar Elkos, die sind aber, wie wir auch schon gesagt bekommen haben, nicht wirklich erkennbar. Hier nochmal ein zusätzliches Powerboard, aber ist leider so nicht direkt erkennbar, was wie wo ist. Sprich, welches von den Modulen hier die LEDs tatsächlich versorgt. Allgemein sehr wenig zu sehen. Ich gehe mal davon aus, auf der Unterseite wird ein bisschen mehr sein, was dann tatsächlich die Steuerung nimmt. Denn das hier sieht mir eher nach irgendwelchen MOSFETs oder so aus. Das dürfte nicht die eigentliche Steuerung sein. Nee. Mal gucken, ob wir den hier rausbekommen. Leider alles irgendwelche sehr, sehr seltsamen Schrauben. Die sind im Prinzip Kreuz, aber sie sind nicht so tief. Das heißt, mit einem normalen Kreuzschraubendreher kommt man da nicht rein. Ich habe glücklicherweise einen Schlitzdreher gefunden, der etwa die richtige Größe hat. Wichtig hier natürlich, merken, welche Schraube wo war. Häufig sind die halt leider unterschiedlich lang. Und auch wenn ich bei der Platine jetzt wenig Bedenken habe, teilweise kann es dann durchaus sein, wenn man zu lange in ein Loch schraubt, wo eine kürzere war, dass mir irgendwas erwischt, was dahinter ist und da Dinge beschädigt. Und wie gesagt, aufpassen, hier kann auch Spannung drauf sein, will man also nach Möglichkeit nicht mit den Fingern so dran packen an den Stellen, wo Spannung sein könnte. Im Zweifelsfall fragt also bei Leuten nach, die sich damit auskennen. Mal schauen, das ist geerdet, okay. Oder geerdet ist hier nichts, denn es ist ja nur ein Euro-Stecker dran. Das heißt also, Erde haben wir hier gar nicht. Aber Metallgehäuse ist üblicherweise kein Strom drauf. Danke. So viel zu, wir gucken auf die Unterseite. Ha. Da ist ein Plastik, zwei Plastiksheets und die sind dummerweise mit hier solchen Plastiknieten da drauf. Oh, das ist nicht schön, das artet ja in Arbeit aus hier. Ich habe dann mal so die üblichen verdächtigen Bauteile grob durchgemessen, dabei aber nicht wirklich was Auffälliges gefunden und ja, auch die Spannungs- und Strommessung von den LEDs. Die hat auch nicht auf irgendein Problem hingedeutet. Ist halt leider alles nicht so dolle, weil ne, wir haben es ja auch beim Testlauf gesehen, da hat es ja auch fast 2 Stunden gedauert, bis das der Fehler wirklich auftrat. Das hilft jetzt nicht. Ich tappe also weiter hier im Dunkeln. Und auch von anderen habe ich Ähnliches gehört. Ein Kollege hat sich das auch mal angeguckt, das Gerät. Ist da mit einem Netzteil direkt an die LEDs gegangen, hat mal was laufen lassen und da sollen die Werte wohl auch in Ordnung gewesen sein. Alles nicht hilfreich. An der Stelle ist mir dann auch ehrlich gesagt ein bisschen die Motivation ausgegangen. Denn alles, was ich jetzt noch messen kann, das dauert immer Stunden, um zu hoffen, dass der Fehler auftritt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass was Hilfreiches bei rumkommt, wo ich dann wirklich sagen kann, okay, das ist der Fehler, das ist auch etwa so Wahrscheinlichkeit vom Lottogewinn. Also es bringt nicht wirklich viel, da weiter auf Fehlersuche zu gehen. Das heißt also, ich werde dann jetzt eher so auf Verdacht mal Dinge tauschen und wie gesagt, wir haben 2 Sachen, die es sein können. Wir haben die LEDs innen drin oder das Netzteil. Ans Netzteil komme ich ein bisschen einfacher ran als an die LEDs, also ich glaube, ich wechsle das erstmal. Bedauerlicherweise sind Ersatzteile halt auch immer ein bisschen schwierig zu bekommen. In jedem Fall gibt es sowohl die LEDs als auch die Netzteile zum Teil noch zu kaufen. Ich habe jetzt das Glück gehabt, dass ich eine baugleiche Platine, so eine Netzteilplatine aus einem Gerät bekommen konnte, wo das Panel kaputt war, also das eigentliche Bildschirm. Hat mich etwa 50 Euro gekostet, ist jetzt nicht der schönste Preis. Aber naja, für so ein Gerät würde ich sagen, ist das noch im Rahmen. LED ist im Übrigen auch so 30 bis 50 Euro meistens, wenn man einen kompletten Satz kaufen möchte. Also ja, raus mit dem alten Netzteil, rein mit dem anderen alten Netzteil und dann können wir auch schon testen.
Und das ist jetzt natürlich sehr ärgerlich, dass ich mich jetzt hier nur für euch, um das zu testen, da stundenlang vorm Fernseher aufhalten muss und Filme gucken muss. Ja, das ist extrem ärgerlich. Spaß beiseite, der Fernseher lief halt dann auch wieder ein paar Stunden durch und zumindest mal ist da kein Fehler aufgetreten. Also aktuell würde ich vermuten, dass tatsächlich das alte Netzteil da die Ursache war und dafür gesorgt hat, dass der Fernseher da die Hintergrundbeleuchtung verloren hat. Es kann jetzt natürlich noch sein, dass irgendwie bei wärmeren Temperaturen das anders aussieht, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Als der das letzte Mal lief, das war mitten im Winter, da sollte es eigentlich kälter gewesen sein. Von daher, ich würde sagen, so von meinem Gefühl, Fehler sollte behoben sein, Fernseher damit repariert. Heißt also, das Ding muss jetzt auf jeden Fall mal nicht auf den Schrottplatz wandern. Wie gesagt, 50 Euro sicher nicht die günstigste Lösung. Aber naja, wenn man hier so ein Gerät gebraucht kaufen würde, ich würde mal schätzen, so 200-300 Euro wird man dafür bestimmt noch zahlen. Also hey, passt schon. Einziger Nachteil jetzt an hier der Situation. Ja, zum einen, ich bin nicht 100% sicher, ob das der Defekt war. Und wenn es der Defekt war, ich habe jetzt ja auch nur ein Netzteil, was gebraucht ist. Das heißt, so ähnlich alt. Wenn die Fehlerursache also irgendein Serienfehler ist, dass da was im Design nicht passt oder allgemein halt altert, dann wird das auch hier mit dem Netzteil dann irgendwann wieder auftreten und mir quasi denselben Fehler wieder vor die Füße werfen. Ich wäre also quasi wieder bei Null. Das heißt, an der Stelle wäre es natürlich besser, die eigentliche Fehlerursache zu finden. Aber ne, das vermutlich defekte Netzteil, das habe ich ja immer noch hier liegen. Das heißt, ich kann da immer noch auf Fehlersuche gehen. Ich werde es jetzt zumindest mal versuchen, ob ich es angeschaltet bekomme und irgendwie an meine elektronische Last hängen. Mal gucken, ob ich da den Fehler nachstellen kann. Und wenn ja, vielleicht sieht man ja da irgendwie was mit der Wärmebildkamera oder dass irgendwie, wenn ich gerade genau diesen Fehler habe, ich dann doch noch an einer Stelle was messen kann, die ich vorher übersehen habe. Mal gucken. Wie auch immer, aktuell ist der Fernseher erstmal wieder komplett nutzbar. Ich kann hier fleißig bequem weiter prokrastinieren und ich würde mal sagen, das ist ja auch die Aufgabe vom Fernseher. Er tut also, was er soll.